Na, ist besser. Hier ist klimatisiert. Hier geht alles. Oder auch nicht. Savak. Oder so ähnlich. Hier, ich bin hier, ich bin hier. Ach so, du bist wieder. Kira, du hast mich schon zu oft abgewiesen. Vergiss es. Hörst du mal auf, mitten in der Stadt voller Frauen zu pfeifen? Das wirft ein falsches Bild auf uns, Link. Passwort. Darf ich jetzt zu Caro? Weiter. Na, GGC. Und dann Caro. In Ordnung. Ihr dürft ja hinein. Cool. So, was jetzt hier so wahnsinnig spannend, dass niemand hinein darf? Ich habe hier noch nie gesehen. Ein neuer Gast macht hier seine Aufwartung. Wenn ich zu viele Fragen stellt, stelle ich auch keine. Ihr seid letztes Mitglied hier, also möchte ich euch für euren Besuch danken. Geheimniskrämerei. Geschafft. War das jemals ein... Egal. Ui. Wüstenschulterschutz. Sauteuer. Aber gut gegen Hitze. Das sind aber ein paar tausend. Wow. Ausrüstung für Männer, genau, und so weiter. Aber das hier sieht viel geiler aus. Das ist was ganz Besonderes. Man braucht Leuchtsteine, um es herzustellen. Wenn euch danach verlangt, fertig ist es euch an. Wenn ihr mir die benötigten Materialien bringt. Aber du hast es doch schon da. Eine kleine Gebühr wird natürlich auch fällig. 800. Plus Leuchtsteine. Puh. Dafür, dass der Anzug gar nichts macht? Weiß ich jetzt nicht. Später vielleicht, Kleine. Später. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von dir. Ich mag deine Frisur. Sava, Sava. Genau. Ja, es ist immer Sava, Sava. Und wo bin ich hier genau? Das ist der Gerudo-Geheimclub. Kurz GGC. Oh. Ergibt Sinn. Und du bist Caro? Nein, Greta. Wir sind der einzige Ort in dieser Stadt, an dem ihr Kleidung für Voi kaufen könnt. Nun, das mag ja nicht ganz legal sein, aber... Es gibt eine unerwartet hohe Nachfrage. Ich muss schon sagen, mein Herr, niemand hat sich bisher in eine Vai verwandelt, die euch gleichen würde. Da wir beide dunkle Geheimnisse teilen, sind wir quasi Geschwister im Geiste. Ich stehe in eurer Schuld. Ich komme darauf zurück. Nun, nehmt euch Zeit. Aber gewiss doch. Was ist dieser komische Dunst hier drin? Das ist nicht irgendein komisches Liebestrankspulver, oder? Mifas Gebet ist bereit. Wo ich gerade davon spreche. Ich komme später wieder. Mit viel zu viel Geld und viel zu viel Leuchtsteinen vielleicht. Punkt ist, in dem Spielstand, wo ich denn alles aufgerüstet habe, habe ich die Dinger schon, deswegen. Warum? Oh, hier war ich noch nicht, ne? Wahrscheinlich die königlichen Sandrobben. Die sind blau. Royal Blue. Ah, wie schwer kann das schon sein, auf das Ding hier rauf zu klettern? Okay.
Spider-Link, Spider-Link, rauf die Wand, ganz, ganz flink. Ah, das ist gegen jede Physik. Aber ist mir egal. Seine Finger kriegen das hin. Wie so ein Gargoyle. Dusch, 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 dusch. Yay, Water! Du, 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 du. Wehe, das lohnt sich nicht. Das hat sich nicht gelohnt. Luisen, hast mich entdeckt? Ja, ein Stück Popo für dich. Tschüssi. Du mich auch. Bei Gelegenheit mal. Gibt doch nichts, als sich in der frischen Abendluft im Palast abzuseilen. Weil niemand bemerkt. Tagebuch einer Königin von Makela Riju. Ist es eigentlich Riju oder Riju? Wahrscheinlich eher Riju, oder? Egal. Billa hat mir mitgeteilt, dass Mutter zum Himmel aufgestiegen und eine Göttin geworden ist. Vom heutigen Tag an bin ich also die Königin der Gerudo. Ich wünschte, Mutter wäre bei uns geblieben, aber man bekommt nicht immer das, was man möchte. Seit ich Königin geworden bin, sind alle noch freundlicher zu mir als zuvor. Doch gleichzeitig sehe ich in ihren Augen eine große Unsicherheit. Sie vermissen die starke Anführerin, die meine Mutter für sie war. In der Gerudo-Wüste ist ohne jedes Vorzeichen der Titanwahner Boris erschienen, der tief in tiefem Schlaf lag. Mutter nannte ihn den Schutzgott unseres Stammes. Aber wohltätig sieht er wirklich nicht aus. Ich werde morgen aufbrechen, um Näheres herauszufinden. Als ich mich Naboris zusammen mit Patricia näherte, geriet ich in einen gewaltigen Sandsturm. Blitze schlugen nur wenige Schritte von uns entfernt ein. Sollte sich dieses Wesen entscheiden, zu unserer Stadt zu kommen, wären wir verloren. Als ich umkehren wollte, scheute Patricia vor einem Monster und schoss in Richtung von Naboris davon. Was dann passierte, weiß ich nicht. Ich erwachte und fand Billa über mir, die mit besorgtem Blick auf mich herabschaute. Seit diesem Vorfall weicht Billa nicht mehr von meiner Seite. Es ist, als hätte ich einen zweiten Schatten gewonnen. Kurze Zeit später entwendeten Diebe das heilige Erbe unseres Stammes. Billa gibt sich selbst die Schuld daran. Doch wäre ich als Anführerin nicht so unreif, wäre das alles nicht geschehen. Die Soldatinnen haben sich sofort auf die Suche gemacht. Doch sicher verachten sie insgeheim ihre machtlose Königin. Nach unermüdlicher Suche haben wir das Versteck der Banditen, die unseren Schatz gestohlen haben, aufgespürt. Leider sind sie sehr wachsam, so dass die Soldaten sich dem Versteck nicht nähern können. Wir wissen, wo der Donnerhelm ist, aber haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter, Mobosa, lenkt meine Schritte, sagt mir, was ich tun soll. Mal wieder eine junge Regentin, der wir helfen können. Mit den coolen Sandrobben-Plüschtieren hier und Sandrobben-Bettdecke und Sandrobben-Kissen und ein kleiner Sandrobben-Fan, ja? Ich meine, das hier sieht irgendwie nach so einer Art Denkmal für ihre Mutter aus. Könnte aber auch ein Gebetsstein sonst welcher Art sein.
Stehen bleiben! Egal, wer du bist. Ohne Erlaubnis darfst du hier nicht weiter. Jetzt geh ich halt wieder zurück. Es rechnet keiner mit Angriffen von oben. Ihr seid wirklich alle ein bisschen unorganisiert, wenn ich das mal so sagen darf. Eine Hylianerin? Sag schon, was willst du von mir? Oh, da hast du aber etwas höchst Interessantes dabei. Was genau? Ich habe viel interessantes Zeug dabei. Du stehst Farijo, der Königin der Gerudo. Wenn du etwas sagen willst, sag es von dort, wo du bist. Ist mir auch lieber so, weil so seht ihr nicht, dass ich ein Woi bin. Warte, Billa. Oh, verdammt. Siehst du denn nicht, dass das keine gewöhnliche Abenteurerin ist? Sage mir, wie lautet dein Name? Linkel? Link, also. Du bist hier, um mit mir zu sprechen. Dann los, ich höre. Ich will ihn nicht an. Wie bitte? Du willst in das Innere von Naboris eindringen? Wenn du das so sagst, klingt das irgendwie falsch. Nur Recken wie die große Urbosa können die Titanen steuern. Und sie alle wurden vor 100 Jahren durch die große Verheerung getötet. Du sprichst wirres Zeug. Warte mal, Billa. Meine Mutter hat mir mal was erzählt. Vor 100 Jahren soll die Prinzessin von Hyrule einen der gefallenen Recken in einen tiefen Schlaf versetzt haben. Dieser Recke heißt Link, genau wie diese Person hier. So unglaublich die ganze Geschichte auch klingt. Und außerdem, das Ding in ihrem Gürtel, das muss ein Relikt der Shika sein. Glaubst du, so etwas Kostbares geben sie irgendeiner der Hergelaufenen? Aber unter den Recken gab es keine Hylianer-Wai, soweit ich weiß. Das heißt, du bist ein Woi? Wer gegen unsere Gesetze verstößt, ist des Todes. Aber wenn du tatsächlich ein Recke bist, sieht die Sache natürlich anders aus. Die Freunde der großen Urbosa müssen wir mit Respekt behandeln. Außerdem ist es auch in unserem Interesse, Naboris zu besänftigen. Du hast ihn doch auch gesehen. War Naboris stampft in einem Sandsturm gehüllt durch die Wüste und erschlägt jeden, der sich nähert, mit Blitzen. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Doch alleine haben wir keine Möglichkeit, das zu tun. Wenn du wirklich ein Recke bist, würdest du dann in Naboris eindringen und ihn für uns besänftigen? Euer Majestät, wir wissen noch nicht, ob wir ihm trauen können. Es wäre töricht, ihm diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen, von der unser aller Leben abhängt. Sollen wir ihn nicht vielleicht zuerst einmal mit der Rückholung des Helms beauftragen? Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Hör zu. Es gibt nur einen Weg, den verheerenden Blitzschlägen zu widerstehen. Der Donnerhelm, heiliges Erbe der Gerudo. Leider wurde er uns vor einiger Zeit von einer Diebesbande gestohlen. Macht euch keine Sorgen. Wenn er wirklich ein Recke ist, sollte ihm das keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn du Informationen zu den Banditen suchst, die unser heiliges Erbe gestohlen haben, sprich mit unseren Soldatinnen. Solltest du zuerst zur Kommandantin Telka gehen. Tekla, so rum. Ist wie so ein, wie heißen die Dings hier? Oh, verdammt. Klingone! Wie so ein Klingone. Tekla! Du findest sie auf dem Übungsplatz der Soldatinnen da drüben. Ohne den Helm haben wir keine Chance, uns Naboris zu nähern. Ich bin jedenfalls froh, dass du so ein besonderer Gast, zu uns gefunden hat. Sicher hat Urbosa deine Schritte gelenkt. Ja, bestimmt.
Ist eine Schande für uns, dass sie unser heiliges Erbe gestohlen haben. Seit unser Land besteht, ist das noch nie geschehen. Obosa und unsere Vorfahren würden sich schämen. Das Volk verlacht bald das ganze machtlose Kind. Nochmal, das Volk verlacht bald das machtlose Kind auf seinem Thron. Was sagt ihr da? Der Verlust eines heiligen Erbes ist einzig und allein uns, eurem Gefolge, zuzuschreiben. Wir haben versagt. Wäre ich nur wachsamer gewesen. Mach dir keine Vorwürfe, Billa. Mit dir will ich nicht reden. Du allerdings, hast du den Abend frei? Ich sollte mich, wenn ich Pokémon spiele, echt Sanji nennen oder so. Dann kann ich das alles auch einfach so durchziehen, ohne dabei den Kopf machen zu müssen. Ich komme später wieder. Tekla? Na, du schon wieder. Wie oft muss ich dir noch sagen, bevor du mich verstehst? Raus hier! Wie? Billa hat was gesagt? Dann bitte ich um Verzeihung. Ich bin die diensthabende Kommandantin Tekla. Vor kurzem wurde unser heiliges Erbe von Banditen der Jägerbande gestohlen. Also liegen unsere Nerven ziemlich blank. Oh, die Diebesbande ist die Jägerbande, ja? Mit der habe ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Wir wissen, dass sich das Versteck der Banditen im Kalzertal befindet, aber mittlerweile leiden meine Soldaten unter Erschöpfung. Daher dachte ich darüber nach, externe Hilfe anzuheuern. Alle mal herhören! Diese hallianische Wai wird uns von nun an unterstützen. Helft ihr nach Kräften. Von heute an bist du eine von uns. Wenn du Fragen hast, wende dich an meine Soldatinnen. Aye, ma'am. Sag mal, wo steckt eigentlich Baretta schon wieder? Baretta? Sie meinte, sie wollte einen Blick ins Versteck der Banditen riskieren. Aber jetzt, wo du es sagst, das ist jetzt schon 2 Tage her. Hast du zu lange in der Sonne? Wieso hast du sie allein gehen lassen? Und wieso hast du mir 2 Tage lang nichts davon gesagt? Tut mir leid. Sie wollte nur kurz nach dem Rechten sehen. Da dachte ich, es wird schon nichts passieren. Toll gemacht. Jetzt müssen wir nicht nur das in dem heiligen Erbe, sondern auch noch nach Baretta suchen. Wenn die Kommandantin davon erfährt, dürfen wir zur Strafe 100 Runden um die Gerudo-Wüste laufen. Was machen wir jetzt bloß? Seid still und lasst mich denken. Baretta, sie war schon 2 Tage nicht mehr zu Hause. Ich hoffe nur, dass sie nicht von den Banditen angegriffen wurde. Im Kalzertal gibt es außerdem schlimme Sandstürme. Vielleicht hat sie die Orientierung verloren und sich verlaufen. Ach, ich mache mir solche Sorgen. Nein. Wir gehen schon wieder mit Sand rum auf die Suche. Davon wird mir immer so schlecht. Wie du siehst, sind wir gerade beim Lanzentraining. Auch wenn Tekla dir erlaubt hat, dich hier aufzuhalten, komm uns bitte nicht in die Quere. Hier schon. Haha! Barbie nimmt uns wirklich hart dran. Aber es war auch unsere Schuld, dass die Räuber eindringen konnten. Deshalb können wir uns nicht beschweren. Du bist Barbie, ja. Ganz schön dreist von diesen Dieben, so einen hinterhältigen Plan gegen uns auszuhecken. In einem fairen Kampf hätten wir niemals verloren. Aber dieses Training. Muss das wirklich so anstrengend sein? Ich meine mich zu erinnern, dass hier irgendwo mal sowas wie ein geheimer Gang war. Bogentasche ist voll.
Natürlich ist sie das. Warum auch nicht? Okay, wir verabschieden uns quasi also mal in die Wüste. Und werden gucken, dass wir da noch irgendwie was hinkriegen. Hui, eine Lanze. Girodu-Lanze. Was heißt Girodu? Ich weiß. Ist doch perfekt, der sitzt hier. Ganz für mich. Nach dem Robbenmotiv ist das wahrscheinlich von der Königin der Platz. Ja, du mich auch. Bist du hier zu Besuch? Dies hier ist das werte Gemach der ehrwürdigen Sandrobbe unserer verehrten Königin. Die ehrwürdige Patricia ist eine ganz besondere Sandrobbe. Ah! Patricia ist eine Sandrobbe. Keine Gerudo. Die auch als achtbares Orakel dient. Wenn du von der ehrwürdigen Patricia ein Stück Obst ablegst, wird sie dir eine großzügige Weissagung verraten. Und sie wird ihre Weissagung sogar reimen. Echt? Hey Patty! Guck mal, Patty, nur für dich. Im Süden der Wüste herrscht extreme Hitze. Gut Ausrüstung verhindert Geschwitze. Wieder ein goldiger Reim. Ihre Ehrfurcht gebietenden Worte haben mich zutiefst bewegt. Ah ja. Nee. Kann man nicht reiten? Wenn ich sie angreife, kriege ich aufs Maul, richtig? Ich versuche es erst gar nicht. Wenn ihr sehen wollt, was passiert, kauft euch das Spiel und eine Switch. Lohnt sich das noch? Ah. Hat letztens jemand in den Kommentaren gesagt, naja, je länger du wartest, desto weniger lohnt es sich. Wenn ich so drüber nachdenke, je länger man wartet, desto mehr lohnt es sich auch. Weil desto mehr Spiele gibt's ja. Ist halt alles so und so. Ein Robbengargoyle. Also die Richtung nach Boris ist gerade nicht die richtige Richtung. Also doch, schon, aber...